Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was Variablen sind und wie Sie diese in Diashow-Szenen und in Stages-Szenen einsetzen können. Ich habe hier ein Bild eingefügt. Dieses hat noch keine Bildbeschriftung, deshalb gehe ich hier unter Eigenschaften auf den Tab Text. Und ich möchte, dass bei dem Bild die Information steht, wer das Bild aufgenommen hat und wo es aufgenommen wurde. Tja, von wem wurde dieses Bild aufgenommen? Ich habe es nicht selbst gemacht, deshalb bin ich mir da nicht so sicher. Aber ich weiß, dass in den Bilddaten steht, wer es gemacht hat. Und diese Bilddaten, die kann man über Variablen einfügen. Die Variablenliste wiederum befindet sich hier über dem Texteingabefeld. Sehen Sie, dass so steht IPTC Sublocation? Da klicke ich mal auf den Pfeil. Ich kann mir diese Liste übrigens hiermit auch größer und kleiner machen. Dort sehe ich so einige Variablen. Wenn bei diesen Variablen etwas hinterlegt ist, wie zum Beispiel der Bildautor, dann steht das in Klammern dahinter, sodass ich weiß, okay, ich kann diese Variable verwenden, denn sie ist bei diesem Bild gefüllt. Bei allen Variablen, wo keine Information in einer Klammer dahinter steht, würde es wenig Sinn machen, diese zu verwenden, denn dort würden keine Daten ausgelesen werden können. Also in diesem Fall möchte ich ja den Autor des Bildes nennen, also klicke ich auf die Variable IPTC Byline. Die wird dann auch gleich eingefügt. Und jetzt möchte ich noch den Ort eingeben. Hier bin ich mir nicht so sicher, wo das aufgenommen wurde, aber ich schaue mal in die Variablen, ob da vielleicht doch eine Info hinterlegt ist. Und da werde ich bei der IPTC Sublocation fündig. Dort steht nämlich Camaleño. Dieses Bild wurde von Matthew Macquarie in Camaleño und das Wort aufgenommen, füge ich selbst noch mit ein. So, jetzt formatiere ich noch den Text. Wir sehen also, dass im Layout Designer steht, dieses Bild wurde von Matthew Macquarie in Camaleño aufgenommen. Allerdings im Texteingabefeld steht, dieses Bild wurde von Prozentzeichen IPTC Byline Prozentzeichen in Prozentzeichen IPTC Sublocation Prozentzeichen aufgenommen. Das heißt, ich habe für den Bildautor und den Ort jetzt Variablen eingefügt, die aus den Bildinformationen stammen. Woher bekommt jetzt das Programm die Bildinformationen? Nun, die werden meistens von der Kamera gespeichert oder von Programmen, mit denen ich die Bilder später bearbeitet habe. Wer solche Programme nicht hat, braucht sich übrigens jetzt gar nicht ärgern, denn auch Windows bietet diese Funktion an. Man kann einfach auf das Bild klicken mit der rechten Maustaste und dann unter Eigenschaften, Details alles selbst eingeben und speichern. Oder man benutzt zum Beispiel Lightroom, dort kann man auch einiges eingeben. Ja, welchen Vorteil hat das jetzt mit den Variablen? Nun, es kann ja zum Beispiel sein, dass ich eine ganze Reihe von Bildern habe, die ich auf genau diese Weise beschriften möchte. Ich möchte also eigentlich immer den gleichen Satz hinschreiben. Dieses Bild wurde aufgenommen von der Name des Fotografen in der Name des Ortes. Aber ich weiß, dass sich der Name des Fotografen und der Name des Ortes bei jedem Bild unterscheiden. Und um mir jetzt Arbeit zu sparen, könnte ich diesen Satz kopieren und den dann bei diesem Bild einfügen und auch bei diesem Bild einfügen. Und immer wird die korrekte Information hier eingefügt. Das zweite Bild hat jemand anderes aufgenommen, natürlich auch an einem anderen Ort. Aber das, was ich eingefügt habe, bleibt immer dasselbe. Die Variablen werden dann jeweils durch die richtige Bildinformation ersetzt. Jetzt habe ich hier noch ein drittes Bild. Dort steht, dieses Bild wurde von Justin Lübcke in Ups, und da fehlt was aufgenommen. Also die Info für die IPTC Sublocation fehlt bei diesem Bild. Ich gehe jetzt also in mein Bearbeitungstool und trage das nochmal nach. Dann speichere ich das. Und jetzt hat aber Stages noch nicht gemerkt, dass die Info aktualisiert wurde. Deshalb gehe ich unter Extras, Neu laden auf alle Metadaten. Und jetzt wurde die Information eingefügt. Dieses Bild wurde von Justin Lübcke in Moisa, Oregon aufgenommen.
Natürlich haben Sie selbst vielleicht nicht so viele Bilder von verschiedenen Fotografen an verschiedenen Orten, aber man kann ja zum Beispiel auch das Aufnahmedatum eines Bildes einfügen. Wenn man übrigens sehen will, welche Metadaten, abgesehen jetzt von den Variablen, noch in einem Bild stecken, klickt man dieses an und geht unter Ansicht, Steuerelemente zu Metadaten. Und dort gibt es ebenso wie bei der Variablenliste eine Reihe von Informationen. Bei diesem Bild sieht man zum Beispiel, wann es aufgenommen wurde, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde und verschiedene Kameraeinstellungen. All das könnte man genauso auch über die Variablen dann einfügen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video geholfen. Wenn Sie dazu noch Fragen oder Kommentare haben, lassen Sie es mich gerne wissen. Viel Spaß beim Nachmachen!